DEL-Finale, Spiel 5 zwischen den Adlern Mannheim und dem EHC Red Bull München. 3:1 die Serienführung. Also konnte Mannheim den Titel in dieser Partie holen. Hinein ins Spiel Mannheim in Blau. Beide Mannschaften mit ausgeglichenen Beginnchancen auf beiden Seiten. Dann Mannheim in Überzahl. Und just in dem Moment, als die Strafe gegen München abläuft, Marcel Gotsch, der Kapitän, mit dem 1:0 in der 6. Spielminute. Sein erstes Finaltor überhaupt und sein erstes in dieser Saison. Und Mannheim forcierte nach diesem Treffer, zwang München immer wieder zu Fehler. 2-auf-1-Situation, wieder Gotsch, Cody Lempel und das 2:0 in der 12. Spielminute. München hatte zuvor selbst gute Chancen, nutzte die aber nicht. Mannheim hingegen, wie schon die ganze Serie über, sehr, sehr konsequent und hatte die Möglichkeit, diese Führung auf 3:0 auszubauen. Moritz Seider, sein Schuss landet oben an der Querlatte. Hinein in Abschnitt 2. In Mannheim. Kollektiver Jubel schon während den Drittelpausen. Dann Puckgewinn. David Wolf und Matthias Plachter. Nach 24 Minuten mit dem 3:0. Was für eine Konsequenz, was für ein Konter und was für ein Abschluss. Doch München gab nie auf und kam dann in Überzahl in der 26. Minute zum 1:3. Trevor Parks mit seinem ersten Tor in dieser Finalserie perfekt herauskombiniert. Aber Mannheim wäre nicht Mannheim, hätte es keine Antwort. Starke Aktion von Nico Krämer und dann ist es Tommy Huchtaler in der 31. Minute, der auf 4:1 stellt. In der Folge Mannheim etwas nachlässig. München stark in den Zweikämpfen. Tobi Eder für Andi Eder. Und in der 39. Minute erneut der Anschluss für München. Eine Mannschaft, die das Meistergehen in sich hat. Eine Mannschaft, die niemals aufgibt. 4:2 Führung für Mannheim vor dem Schlussabschnitt. Und Pavel Groß wusste, wer das nächste Tor schießt, in dessen Richtung geht es. Aber das nächste Tor erzielte München. Erneut in Überzahl, 46. Spielminute. Patrick Hager nach feiner Einzelaktion von Yasin Elis. Und plötzlich war dieses Spiel tatsächlich wieder ein Spiel und wurde noch intensiver. Yasin Elis in der 48. Minute und München mit dem Ausgleich nach 2:4 auf 4:4 gestellt. Und damit ging es hinein in die Overtime. Erst zweimal wurde ein DEL-Finale in einer Overtime entschieden. Marcel Gotsch, der dann lange den Puck hält, übergibt an Garrett Festerling. Und dann ist Thomas Larkin zur Stelle, 74. Spielminute. Das Tor, das Mannheim zum Meister macht. Herausragend die Vorarbeit von Marcel Gotsch. Die Übergabe an Festerling, dessen Blick Larkin lässt sich zurückfallen. Und der Rest ist nur noch pures Glück der Adler Mannheim, die sich zum ersten Mal nach 2015 zum Meister küren. Ich meine, das ist ein Traum jedes Trainers einfach. Ja. Wenn du den Job machst, irgendwann mal etwas zu gewinnen. Und wir haben mal die Chance gehabt, mit Baller hier zu kommen, zu einer guten Organisation, zu einer guten Mannschaft. Und das haben wir wahrgenommen. Vielen Dank für die Chance eigentlich auch. Und ich glaube, die Mannschaft hat auch verdient gewonnen. Es ist der Glanzpunkt, die Vollendung, die Krönung. Playoff-MVP Dennis Endras und die Adler Mannheim holen sich den 7. Titel in der deutschen Eishockey-Liga und ziehen damit mit den Eisbären als Rekordmeister gleich.